Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Seasons Gold Digger Challenge. Es geht weiter. Wir haben im letzten Part eine romantische Interaction mit unserem Vampir und unserer Sadie gehabt. Er hat ihr das Leben gerettet und wir haben die Zwillinge gealtert, also zweimal Zwillinge. Und zwar unsere Schneezwillinge und unsere Todeszwillinge, also die Kinder vom Sensemann und die Kinder von Väterchen Frost, sind jetzt also auch gealtert. Das war auch allerhöchste Eisenbahn. Und an der Seite werdet ihr ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die heute live auf Twitch mit dabei sind. Und wir starten jetzt rein, lesen mal die Kommentare, die ihr unter den letzten beiden Parts hinterlassen habt und ja, würde sagen, let's go. Schauen wir mal, was da so geschrieben wurde. Kati schreibt, kenne eine aus dem Freundeskreis, die Zwillinge hat und die gehen in verschiedene Klassen, weil die vom Charakter her unterschiedlich sind. Ja, ne, das war ja das, was ich meinte. Ich glaube, das muss man einfach von der Familie, von den Kindern, von den Eltern. Es gibt so viele Punkte, von denen man das abhängig macht, ne? Kann man einen Geist ein Baby bekommen? Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Wir hatten da letztens auch schon drüber gesprochen. I don't know, Kelly. Amanda schreibt, ich finde die Lösung für das Musikproblem eine gute Idee. Vielleicht könnte Belial eine Art Hass gegen Vampire haben, da sie unsterblich sind und seinen Job gefährden. Aus dem Grund, dass sie erstens selber nicht sterben, zweitens andere Sims auch unsterblich machen können. Das ist eine lustige Idee, ja, das können wir auf jeden Fall so spielen. Klingt witzig auf jeden Fall. Yves schreibt, hallo Sandra, hallo Twitch zum Video. Vielleicht ist ja der zukünftige Partner von Raven ein Pflanzensim, der sich verstecken will, weil er nicht versteht, was mit ihm los ist. Und Raven hilft ihm oder so. Mal wieder ein schöner Part. Dankeschön für deinen Vorschlag. Ich liebe die Familie so sehr, freue mich auf den nächsten Part. Dankeschön. Wie wäre es, wenn Caleb, da er ein Vampir ist und Gus, da er ein Geist ist, sich bei einem Doppeldate treffen und dabei rauskommt, dass Caleb einer der Freunde von Gus ist, von damals und ihn beschuldigt haben? Ja, ich weiß, in welche Richtung du gehen willst. Glaub mir, es wäre besser. Also ich glaube, das wäre mir fast ein bisschen zu viel Drama. Wir haben ja jetzt so viele Sims in diesem Haushalt. Ich finde die Idee super cool, aber ich glaube, das ist mir einfach too much Storytelling. Wir haben jetzt schon so viel Storytelling in diesem Part oder in diesem Let's Play, dass ich glaube, dass es gerade ganz gut ist, dass wir diese einzelnen Geschichten mit den einzelnen Charakteren haben. Aber die jetzt noch miteinander zu verknüpfen, ich glaube, das ist mir wirklich zu viel. Aber die Idee ist richtig cool. Danke, dass du so viel Mühe gegeben hast, uns den Part trotzdem hochzuladen. Ja, super gerne. Ich bin froh, dass das am Ende geklappt hat. Ich hoffe, das mit der Musik funktioniert jetzt auch wieder. Muss eigentlich, weil ich habe bei keinem, also ich hatte sonst die Probleme nicht, also es muss eigentlich gehen. Ich liebe die beiden zusammen. Dankeschön, Mary. Und dann haben wir noch das zweite Video, da hat Dagmar geschrieben, ich habe auch beim letzten Part gedacht, wow, jetzt habe ich jetzt auch noch Twilight. Ja, also ein bisschen auf jeden Fall mit drin, das stimmt. Ich glaube, ich heule, wenn dieses Let's Play irgendwann mal endet. Ich liebe den Sensemann, bin ein riesiger Fan von Schwarz und er ist sexy, bin ich ehrlich. Von der ersten Folge bis zur letzten perfekt. Dankeschön, Jan. Luni schreibt, oh mein Gott, die weißen Zwillinge sind so gruselig, aber ein toller Part wieder. Dankeschön. Noelle schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe eine Idee zur Okkult-Challenge. Ja, das habe ich schon gelesen und also wir spielen nicht die Okkult-Challenge momentan, Noelle. Und die ist auch auf unbestimmte Zeit pausiert, sehr wahrscheinlich sogar beendet. Also ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Also klar, wenn du die jetzt gerade geschaut hast, ist ja mega cool, aber dann kommentier das bitte unter dem entsprechenden Let's Play, weil wenn du jetzt mit Let's Plays, also jetzt hier unter dem Video ein Let's Play kommentierst, das ein ganz anderes ist, dann verwirrt das jeden von uns. Du hast geschrieben, wie wäre es, wenn sich Celine, sorry, ich weiß nicht, wie sie geschrieben wird, sich mit jedem anderen trifft, wodurch Remus eifersüchtig wird und sie schwanger wird. Der lässt sie dann aber im Stich und Remus hilft ihr bei der Schwangerschaft und merkt, dass er sie mag. Ich hoffe, es gefällt euch der Vorschlag. Bitte kommentiert es unter dem richtigen Part. Also vielleicht hast du das auch verwechselt, aber am besten den Kommentar, so wie er ist, unter dem letzten Part von der Kult-Challenge schreiben, weil da würde ich es ja dann sehen, wenn wir die Challenge irgendwann weiterspielen. Da hier in deinem Stream-Kanal das Let's Play Barbie weitergehen wird, können wir dann nicht eventuell ein Let's Play in deinem Hauptkanal der vier Jahreszeiten Schwestern weiterspielen, das wäre so toll, die Charaktere sind so einzigartig. Ja, momentan bin ich ja auf dem Let's Play-Kanal ausgelastet mit drei Let's Plays. Wenn die Million-Dollar-Girl-Challenge vorbei ist, überlege ich mir da was anderes Cooles für. Aber momentan sind wir mit drei Challenges so gut bedient, dass ich da gar nicht weiterkomme. Das Let's Play ist einfach pausiert, weil ich da keine Lust mehr drauf habe momentan. Mir sind die Okkulte irgendwann so auf den Keks gegangen, dass ich da einfach keine Lust mehr hatte. Ja, viel mehr ist es nicht. Und Kati, Hallöchen! Genau. Ja, das wird auf jeden Fall besser, wenn er größer wird. Definitiv Sunflower.
Ja. Und Schnefka hat noch geschrieben, wie Sadie einfach die Betten der Twins gegen Geister einsprüht, während ein paar Zimmer weiter ein Geist im Bett sein Unwesen mit Poppy treibt. Oh mein Gott, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Situationskomik as at its best. Ich hab's nicht gerallt, ne? Du hast total recht, das ist wirklich voll merkwürdig. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, die ihr geschrieben habt. Ich hab's gar nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie. Das ist ja jetzt ein bisschen gruselig auch, ne? Naja, gut, was willst du denn machen? So ist es halt. Die Sims sind manchmal gruselig und ich auch. So, okay, cool. Wir sind drin. Wir starten rein ins Let's Play direkt. Voila. Und gehen hier hin. Und ich beiß mal wieder in mein Frühstück, weil das jetzt schon wieder ewig hier steht. Das ist schon wieder voll die Pampe geworden. Und Miriam, hallöchen. Bäckermaus, willkommen zurück. Miriam, hallöchen. Zum Vampir-Pack. Jillo. Ja. Ich glaube, wir müssen Raven schon altern lassen, ne? Sind ja erstmal unsere Todeszwillinge gerade älter geworden. Das ist auch schon mal gut. Wer hat denn da Angst vor Geistern? Nudelknudel, hallöchen. Das hört sich so cool an. Ja, er muss das jetzt üben. Okay. Ja, lass uns Raven vielleicht noch altern, oder? Ja, komm, wir lassen Raven jetzt altern. Let's go. Ich mach noch ein Vorher-Nachher-Bild von Raven. Achso, wir machen ein Vorher-Nachher-Bild und dann wird die Maus gealtert. Warte mal, wir haben doch ein cooles Vogelscheuchen-Bild von ihr, oder? Ihre Outfits sind so süß, ey. Richtig, richtig goldig. Hey, ihre Augen sind falsch. Warum? Ihre Augen sind einfach nicht richtig. Glaube ich. Oder? Ja, die wurden zurückgesetzt. Warum? Gucken mal direkt. Aus irgendeinem Grund sind ihre Augen nicht mehr ihre Augen. Genau, weil Raven hat grüne Augen. Raven Toddler, Raven Kind. Sie hat ganz, ganz grüne Augen. Maul.
Jetzt hat sie wieder grüne Augen. Was ist denn da los? Entschuldigung, Raven, was ist denn mit dir? Ich glaube, es war schon vor der Pose tatsächlich so. Wir gucken mal. Wie komisch, oder? Hast du einen Readow-Account, Blondine, zufällig? Weil da poste ich immer, was ich aktuell lese, was ich noch lesen will, wie mein Bücherregal aussieht. Bei Readow kann man sich kostenlos anmelden. Also wenn du dich dafür interessierst, kannst du da auch gerne mal nachschauen, weil ich lese mehrere Bücher gerade. Ja, ganz komisch, ey. Ganz komisch. Naja, da machen wir es anders. Ich hoffe nur, dass es beim Teenager-Sein jetzt bleibt halt, ne, wenn wir jetzt wieder die Haare ändern. Müssen wir mal gucken. Voll komisch, oder? Naja, ich habe ja ihr Bild offen, dann weiß ich, wie sie vorher ausgesehen hat. Und dann kriegen wir das auch wieder hin. Die Augenbrauen sind nur furchtbar, die müssen wir unbedingt ändern. Ja, hat Poppy auch. Süß, Maus. Bisher sehr gut, Ace. Gefällt mir sehr gut. Mariana, hallöchen. Sunflower, oje. Ich habe auch so geguckt am Ende. So. Okay. Raven. Happy Birthday, Raven. Happy Birthday, Raven. Du bist ein Teenager, Raven. Du bist jetzt ein Teenager. Oh Gott. Katzenohren. Wir gehen mit ihr auf jeden Fall auf Natur. Botanikerin, weil sie ist ja, wie gesagt, eine Vogelscheuche. Ne? Nehmen wir das. Ja, es ist halt im Stream immer so schwierig, gerade wenn wir halt in der Challenge drin sind, ne? Weil dann driften wir gleich wieder so ab in das Thema Bücher und dann vertiefen wir das und dann war es es wieder mit Spielen, weil dann reden wir nur noch über Bücher. Also momentan lese ich Once Upon a Broken Heart und Onyx, also ist die Obsidian-Reihe, der zweite Band und hab noch ein Hörbuch. Ja, das ist jetzt so interessant gerade. Genau, also die beiden Bücher lese ich aktuell zumindest aktiv. Ja, genau. Ja, die Friese ist wild. Ich glaube, ich würde ihr ein Bestreben selbst raussuchen. Oder dass wir das jetzt random machen. Sie hat schon lieb die Natur. Was würde denn dann dazu passen? Leko Sarah, hallöchen, willkommen im Stream. Vielleicht. Gut, Öko. Kind der Natur. Die Sims zeichnen sich in der Regel durch Angeln, Gartenarbeit, Kräuterkunde und Blumenarrangement aus und lassen sich durch diese Aktivität inspirieren. Ja, perfekt, oder? Oh, wie cool, Alisa. Sehr schön. Ja, weil ich rede voll gern über Bücher, Blondine. Super gern. Es ist immer im Just-Chatting halt einfacher, ne? Weil da kann man da ein bisschen abdriften. Ja, passt gut, ne? Ich glaube, Tiere würde halt mit Vögeln irgendwas passen, aber sonst Tiere im Allgemeinen finde ich dann, glaube ich, gar nicht so passend. Was ist der Unterschied zu lieb die Natur? Das ist eine gute Frage. Ne?
Da hast du gute Frage. Und Maria, Hallöchen. Auf der Arbeit jetzt, oder was, meinst du? Oh mein Gott, wie schön ist bitte ihr Gesicht. Wow. Oh nein, der Skin muss bleiben. Gib ihn zurück. Oh, wie schön sie ist. Midnight Chronicles, genau. Ich bin nicht drauf gekommen gerade, wie es heißt. Lilly, danke schön. Midnight Chronicles, genau. Aber das höre ich also als Hörbuch. Ich habe das als Hörbuch angefangen. Sommersprossen, super süß, ne? Also auch sehr natürlich der Mund, super schöne Mundform. Sehr hübsches Mädel, ey. Das? Ah, bunt. Wow. Krass, wie hübsch sie ist. Oh, sehr cool, Pakpai. Also sie hat ja immer so ein bisschen strubbelige Haare, wie so ein Vogelnest. Das sollten wir beibehalten. Und so eine Vogelnestfrisur braucht sie. Das finde ich... Oh mein Gott, sie ist so krass hübsch. Holy Macaroni-Möhrchen, ey. Ich glaube, ich fand die Frise schon cool, muss ich sagen. Aber das ist auch süß. Auch ein bisschen wild. Die ist gut, ne? Ja. Ich würde ihr auch kein Make-up geben. Ich finde, das möchte sie, glaube ich, gar nicht. Sie ist ja super viel draußen unterwegs und so. Süß mit den Sommersprossen, ey. Ja, das stimmt, genau. Bei Sims liebt die Natur, sind die oft draußen und so. Das stimmt, ja. Dann mögen die das ganz gern. Wir brauchen Patchy-Klamotten. Ich glaube, ich gebe ihr eher so Schürzen und sowas. Ne, so Latzhosen. Die Augenbrauen sind ein bisschen zu dunkel, ne? Aber dass sie so buschig sind, finde ich zum Beispiel wieder gut. Ja, ich glaube, das passt besser. Was nehmen wir denn da? Das wäre halt irgendwie süß, ne? So ein bisschen Kräuterhexenmäßig, oder? Das ist auch goldig. Das finde ich auch mega süß. Ja, das stimmt. Hexe würde auch zu ihr passen, aber sie ist keine geborene Hexe. Hat sie nicht geerbt. Das wäre schon süß, oder? Wäre schon süß. Oh, glitscht leider hinten raus. Oh nee, Leute, das ist voll süß. Eher kurze oder lange Haare? Was denkt ihr? Ja, machen wir, Linda. Sie wird wahrscheinlich im Pflanzensim finden. Oder auch eine Vogelscheuche. Lang, kurz, lang, geflochten, lang.
kurz. Okay, wir haben alle eine unterschiedliche Meinung. Cool. Vielleicht finde ich mittellang. Nee, die sind zu gemacht. Oh, schon süß irgendwie mit den langen Haaren. Nee, da sieht man ja gar nichts. Oh mein Gott, sie sieht einfach aus wie eine Kriegerin. That's it, Leute. Das nehmen wir. Sieht aus wie eine Kriegerin, oder? Wie war das eben mit keinem Make-up? Ja, wie so eine Druidin. Ja, voll. Schminkt sich mit Heilpflanzen. Vielleicht ist sie auch so ein bisschen hippie-mäßig, wisst ihr? So ein bisschen hippie-mäßig unterwegs. Das fände ich auch süß. Dann können wir sie Hippie Raven nennen. Das weiß ich gar nicht mehr, Jillo. Vielleicht finden wir noch coole Ohrringe. Nee, nicht sowas. Ich weiß nicht. Ah, vielleicht eher sowas hier. So Mond und Sterne. Sie sieht so süß aus. Guck mal, so sieht's aber auch goldig aus, glaube ich. Ich nehme an, Ohrring hätten wir eigentlich unseren Raven-Kindern, unseren anderen Kindern geben können, ne? Ey, sie hat so einen geilen Look. Nee, ich habe die Ohrringe mal rausgemacht. Und Sherry, Jenny, Sherry, Sheenie, hallo. Sherry, hallo. Sorry. Ich habe aber noch mehr coole Hüte. Vielleicht, wisst ihr, vielleicht mag sie so diesen Mittelalter-Look und den Look für, ich glaube, sie ist so, sie mag den Mittelalter-Look und, sie mag vielleicht auch ein bisschen weiß ich jetzt auch nicht. Sie mag den Mittelalter-Look, Leute. Wir haben selten Sims, die so einen Look tragen. Ich finde es richtig cool. Und Julie, hallöchen, dass sie halt viel im Wald unterwegs ist und eben diesen Look halt gut findet. Das finde ich richtig goldig. Entschuldigung, wie gut sieht das bitte aus? Das passt jetzt aber nicht zu unserem Mittelalterplan, meine Liebe. Aber das ist ein mega cooles Outfit. Voll die Boobs. Als Teenagerin. Uff. Voll sweet.
Vielleicht haben wir da noch. Ah ja. Ach, guck mal, vielleicht beim Abendoutfit hat sie sich. Oh nee, wie süß. Richtig goldig, oder? Ja, die Wimpern vielleicht doch schwarz, ne? Aber nicht so doll. Sie sieht so cool aus. Mag ich, oder? So Sport. Immer dieses Sport machen, ey. Nee, nee. Mögen wir nicht. Aber das sieht trotzdem süß aus. Sie ist so ein hübscher Sim, ey. Crazy. Schlafen. Ja, der Skin ist krass schön, das stimmt. Der macht auch viel aus. Das stimmt wohl. Das ist eigentlich auch süß, weil das auch so ein bisschen bäuerlich wirkt. Aber die Haare müssen da anders werden. Ja. So, Party. So, was nehmen wir denn da? Nie. Das ist schon cool, finde ich. Es hat auch so ein bisschen was von Kräuterhexe. Super süß, der Skin. Absolut. Finden wir sowas auch süß oder sollen wir ihr lieber dieses Zöpfchen-Ding geben? Was habe ich gerade gesagt? Sollen wir ihr lieber, ich hänge gerade, diesen Hut geben, also diesen schönen Hut. Ich glaube, Tuch sieht nicht so gut aus, oder? Nee, ich glaube, Hut steht ihr besser. Der ist halt schon besonders cool, ey. Ja, aber wobei ich glaube, dass er zu dem Look gar nicht so gut passt. Den da? Ich glaube, der passt gut, oder? Blumenkranz haben wir bei dem anderen Outfit jetzt gerade gemacht. Ich würde jetzt sagen, dass wir hier vielleicht einfach nochmal den Hut nehmen, weil sonst sehen wir das, glaube ich, auch gar nicht so oft mit dem Hut. Süß.
krass, sie sieht so süß aus. Eine Strumpfhose, maybe? Nee. Doch. Lass mal. Okay, dann haben wir noch Schwimmen. Oh, das ist süß. Gibt's da nicht auch die passende Hose dazu? Und Foxy, Hallöchen! Naja, können wir auch einfach blau nehmen. Voll süß. Oh, wow. Dann haben wir noch heißes Wetter. Willkommen zurück, Slippy! Oh, da warst du jetzt bestimmt ganz schön beschäftigt, oder? Wie viele Seiten waren's? Oh, weia. Oh, weia, weia, weia. Ich finde es auch so süß, dass sie an den Armen und im Dekolleté auch Sommersprösschen hat. Sieht richtig cute aus. Oh. Da geht die Battery leer. Wo ist denn mein Ladekabel überhaupt? Naja. Dankeschön, Foxy. 40 Seiten sind mal Gesundheit im öffentlichen Dienst. Also was der Arbeitgeber dafür tut. Oh krass. Aber bestimmt auch sehr interessant, oder? 40 Seiten sind lang, ey. Uff. Bin froh, dass ich noch weit weg bin von der Hausarbeit. Oder von einer Bachelorarbeit. Das glaube ich auch, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Absolut. Und Tabi, Hallöchen. Oh Leute, ich finde nichts. Was ziehen wir ihr denn an? Das schon, so eine Latzhose ist schon süß, ne? Aber ich würde halt gern wieder ihren Hut benutzen. Ja, komm, nehm mal das, ne? Ich finde, diese Art von Klamotten passt so gut zu ihr. Oder das hier halt, ne? Finde ich auch sehr goldig. Vielleicht nur eine andere Frisur. Nee, also das ist echt so. Ich finde, gerade bei so manchen Klamotten, die sehen einfach von Natur aus schon so schön aus. Würde ich auch immer dem CC bevorzugen. Och, wie toll das passt. Dann nehmen wir nur andere Haare. Genau, Kristallkreation ist es, ja. Voll schön. Mhm. Ja, Packball, das ist natürlich immer schwierig. Also. Hä, hat sich die Hutfarbe gerade geändert? Ja, cool. Ja, also ist immer schwierig. Weil, wenn ich das mache, dann müsste ich es eigentlich auch mit den anderen machen, weil es gibt ja noch mehr tolle Charaktere. Weißt du, nur weil sie hübsch ist. Weiß ich nicht. Also ich finde es eher wichtig, coole Persönlichkeiten in andere Let's Plays zu integrieren, aber nur wegen der Optik, weiß ich nicht. Ja, das können wir doch lassen, oder? Und Jasmin, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Vielleicht noch das hier. Das passt ja auch einfach sehr gut, ne? Vielleicht die Haare dann nach hinten. Hm.
süß. Ja, auch da wieder, ne? Wenn ich jetzt sie in die Galerie stellen, müsste ich eigentlich auch alle anderen in die Galerie stellen. Weil dann kommt da wieder das Gleiche, weißt du? Das ist super, super schwierig. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich das alles handeln soll. Weil dann müsste ich es mit allen machen, damit es fair ist halt, ne? Mit allen Sims. So? Oh, die Schuhe passen gar nicht. Doch, jetzt passen die Schuhe. Genau, und ohne Skin sieht sie auch nochmal ganz anders aus. Der Skin macht schon viel aus, Leute. Das macht schon viel aus. Sie sieht krass süß aus. Also wirklich wie eine kleine Elfe, ey. Wie so eine Waldelfe. Zuckersüß, ey. Wirklich schön. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Oh. Es regnet so doll. Oh, war ja. Gucken, wie das Screenshot geworden ist, ob das schön aussieht, ob man das lassen kann. Aber sieht eigentlich schön aus. Süß. Nee, doch. Kann man eigentlich lassen. Ich habe ja leider jetzt keine Pose, die sie machen kann, ne? Das ist sehr sad. Dann machen wir jetzt noch ein Foto von ihrem Gesicht. Oh Gott, sie ist so schön. Für den Stammbaum. Ich hoffe nur, dass sie jetzt auch die Augen behält, gell? Weil die sind ja immer wieder rausgeflogen. Nee, Elfen gibt's noch nicht, ne? Oh, wie schön, Fernandra. Da freue ich mich immer über sowas. So, ich zeige euch nochmal ihr Vorher-Nachher-Bild. Schaut mal. Krass, oder? Wie viel erwachsener sie jetzt geworden ist. Richtig schön. Raven. Teen. Ja, sie hat mega schöne Augen, ey. Voll. Absolut. Genau, den Stammbaum. Ich weiß noch nicht so genau, wann ich ihn aktualisiere. Aber machen wir natürlich bald. Weil vielleicht dann eher morgen, könnte ich mir vorstellen. Gut. Dann packe ich das hier rein. Oh, sie ist so schön, ey. Ich komme gar nicht auf ihre Schönheit klar. Wow. Die, bei dem anderen Outfit habe ich die Ohrringe weggemacht. Bei dem fand ich es eigentlich ganz schön. Aber bei dem anderen habe ich es jetzt weggemacht. Weil es jetzt dann auch einfach nicht so gepasst hat. Das habe ich eingesehen, verstanden. Ich bin übrigens wieder überlegen, ob ich mein Gesicht auf die Thumbnails packe. Ich bin schon wieder unsicher. Vielleicht packe ich bald meine Gesichter wieder. Meine Gesichter nicht, sondern mein Gesicht wieder auf Thumbnail. Weil bei manchen mache ich es, bei manchen mache ich es nicht und ich bin unsicher. Aber ich glaube, ich mache es jetzt zukünftig wieder. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Vielleicht, wenn wir das nächste Let's Play starten, beziehungsweise auch die Generation wechseln, dann. Ich glaube, dann mache ich das wieder. Genau, wir haben gerade Raven als Teenagerin umgestylt. Sie ist jetzt Teenager. Mach das, lass es dir schmecken, Slippy. So, warte, dann schreibe ich mir das hier noch auf. Raven. Gut. Wo ist sie? Wir müssen noch ihr Zimmer ändern. Dann haben wir wahrscheinlich heute gar nichts geschafft, außer Raven umgestylt und ihr Zimmer verändert, ne? Naja. Passt schon.
Das können wir eigentlich lassen. Das kann auch weg. Machen wir ein cooles Teenager-Bett rein. Oder das hier halt, ne? Das wäre schon cool. Janis, hallöchen. Willkommen, willkommen. Ja, nehmen wir vielleicht das einfach so, ha? Huh? Sieht ja schon süß aus. Nee, ich würde ungern das dunkle Holz nehmen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich im Bad das Fenster wieder zugemacht habe. It's a rainy day. It's a rainy day. Naios, habe ich dir Hallo gesagt? Nani Joyce. So. Jedes Mal unsicher. Hm. Hä? Ach, das ist ein Schmetterling. Nee. Nee, das finde ich auch nicht so hübsch. Hm. Finde ich auch nicht so schön. Dann vielleicht. Schwierig. Ich würde ja schon irgendwas Gelbes gerne nehmen, ne? Das vielleicht? Sieht ja eigentlich auch ganz schön aus. Vielleicht ist das okay. Hm. Oh je, Leute, ich sehe es wirklich. Komm, wir schaffen heute nur das Zimmer. Also das Umstyling. Und dabei drödel ich gar nicht, aber... Ich heiße eigentlich Lisa, aber nur Nani... Ja, du hast dich Nani Joyce genannt, ne? Also ich nenne euch schon so, wie ihr euch auf Twitch auch nennt. Also das ist natürlich sonst verwirrend für die anderen Zuschauer, die im Stream sind, ne? Also ich kann euch eigentlich nur so nennen, wie ihr euch auch auf Twitch nennt. Na? Vielleicht die hier, die ist schön. Sonst wird das verwirrend für alle. Foxy, hallöchen. Ja, machen wir einfach so ein bisschen Gelb mit rein. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dann noch ein Nachttischchen. Nee, und es geht gar nicht mal unbedingt darum, dass ich mir das natürlich auch nicht merken kann bei so vielen Zuschauern, sondern eher auch darum, dass das ja auch voll verwirrend ist. Wenn ich euch jetzt alle mit eurem richtigen Vornamen anspreche, statt mit eurem Pseudonym, die ihr verwendet, dann weiß ja keiner mehr, mit wem ich rede, weil selbst wenn ich es mir vielleicht merken kann, dann weiß ja trotzdem niemand, wen ich gerade anspreche, ne? Deswegen, das können wir so nicht machen, das ist dann voll verwirrend für jeden. Guck mal, das ist irgendwie süß. Der Tisch. Da machen wir eine Lampe drauf. Ja, genau. Du solltest dich besser mal enthalten, weil, schwierig. Mit deinem Namen. Die Nicknamen haben ja auch einen Grund, genau.
Wenn die Namen von euch natürlich super schwierig auszusprechen sind, weil sie super kryptisch geschrieben sind, also wir haben auch Zuschauer, die heißt 0913489, da frage ich dann manchmal nach dem Vornamen, weil das dann einfach einfacher ist. Aber wenn ihr so ganz normale Pseudonyme habt, dann versuche ich die natürlich auch zu benutzen. Macht es, Melli. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Samstag noch. Einfach so einen schönen Heilstein. Ja, genau, Lilly. Also so, wie du es für dich möchtest halt, ne? Aber ich benutze dann halt auch natürlich den Namen, den ihr euch hier gebt. Das macht es für mich ja auch einfacher. Ich denke, ich gebe ihr viele Pflanzen in ihr Zimmer. Macht es, Ellie. Ganz süß eigentlich, gell? Ich hoffe, das geht und sie kommt dann da hoch und runter. Und Hedi, willkommen zurück! Und Nani, danke für deinen Lurk-Support. Süß. Machen wir noch eine hin. Bilder vielleicht noch ein paar? Ist das ein Schlaflied, sag mal? Habt ihr es gehört? Das ist ein Schlaflied. Das höre ich doch. Gut. Schlafen bald alle ein jetzt, ne? Was willst du denn machen? Tja. Das ist das offizielle Sims-Lied. Ah, vielleicht. Blumen. Ach, das ist ein Spiegel, das ist aber hübsch. Und Pepsi, dann willkommen im Stream. Hallöchen. Danke für dein Follow. Schön, dass du reinschaust. Einfach so ein Bild. Nee, da sind keine Blumen drauf. Nehmen wir die da. Weil es sind Plants. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was wir noch so in ihr Zimmer machen können. Sie ist halt ein bisschen minimalistisch veranlagt. Oder? Können wir eigentlich lassen. Vielleicht noch eine Stehlampe, eine schöne. Für den Schreibtisch. Süß. Ja, aber sonst? Ich lasse es kommen, dann spielen wir noch ein paar Ründchen. Ich glaube, ich pack's nämlich nicht so lange heute. Bücherregal, ja, true, das machen wir noch hin. Da machen wir noch ein kleines Bücherregal hin. Vielleicht an die kleine Wand, ne? Die jetzt hier steht. Ja, das machen wir. Was ist mit den Mods? Was ist mit meinen Mods? Cool, wir können auch sowas hinstellen. Das finde ich auch ganz hübsch. So einfach so ein paar, ne? Bücher. Noch ein Bild? Nee, das ist zu groß. Hier oben? Oh, süß. Guck mal, das können wir auch noch hinstellen.
Wegen Namensänderung. Die Namensänderung auch bei den Mods beantragen. Ach so, hat mir der Kontext gefehlt. Oh, ich kenne das, Paddy. Manchmal habe ich da auch keine Energie zum Lernen. Oh ja, das könnte auch gut aussehen. Oh ja, cool. Nice. Dann liest sie vielleicht einfach gerne über Pflanzen oder sowas. Guck mal, dann machen wir noch ein paar Setzdinger dahin. Da hat sie dann hier vielleicht so ihre Pflanzprojekte. Ja, da wird es dann schon eng, ne? Also jetzt noch einen Sessel reinzukriegen, glaube ich, wird fast schon zu eng. Sie soll einfach auf ihrem Bett sitzen und lesen. Das wird ja auch gehen. Okay, Raven, du hast ja hier dieses da. Dann mach doch mal deinen Garten fein. Sieht wild aus. So, sie baut jetzt auch erstmal ihre Gartenfähigkeit auf. Ich überlege gerade. Weil sie hat ja diese Sachen mit Inventar. Wie viel kostet denn so ein Samenpaket? Wir könnten ja immer sagen, immer wenn sie x Simoleons verkaufen kann, kann sie sich so ein Samenpaket für diese seltenen magischen Bohnen da holen. Was ist denn das nochmal für ein Paket, das wir brauchen? Das hier? Seltene Pflanzen? Ist es das? Oh ja. Hoppala. Ich glaube, ne? Das ist das. Jupp, ne? Es kostet 1000 Simoleons. Uff. Okay. Dann können wir mal gucken. Wenn sie 1000 hat, kann sie sich ein Paket kaufen. Hat sie nicht. Gut. Ups. Hoppala. Hilfe. Geh weg. Okay, wir sind ja gerade im Frühling. Was ist denn noch Frühling? Erdbeeren. Neun Simoleons, die Erdbeeren. Löwenmäulchen sind viel wert. Guck mal, pflanzt das mal. Und dann pflanzen wir noch 3 Erdbeeren. Oh, nee, mit dir will ich nicht telefonieren. Oh nee, wieso? Nö, jetzt geht's. Nicht. Gut. Und Josie, hallöchen. Okay, dann gießt du nochmal deine Pflanzen. Hier, die Erdbeer kann auch weg. Wo willst denn du jetzt hin? Was ist denn hier eigentlich los? Ganz schön was los hier. Und Coco, hallöchen. Oh, okay. Ja, willkommen. Dann hast du ja, weißt du ja, was alles passiert ist. Okay, Raven, du hast es hoffentlich hier im Griff, ne? Dein Zeug. Guck mal, das kannst du auch einsammeln. Ist halt blöd, weil wir kein Gewächshaus haben, ne? Aber wir könnten vielleicht den Hexenkessel jetzt... Wir brauchen ja gar keinen Staubsauger mehr. Voll die Familienversammlung. Ja, ja, total.
Das waren einfach zwei Mülleimer in einem gewesen. Gut. Ich mach das mal hier rüber. Das sind ja die Erinnerungen. Dann können wir vielleicht doch noch ein, zwei Pflanzenbeete dahin machen. Hä? Hallo? Ja, wir haben jetzt nicht wirklich was Wertvolles, was wir einpflanzen können, gell? Vielleicht können wir noch ein normales Samenpaketchen bestellen. Oder seltene Pflanzen? Bestellung, Samen kaufen? Magische? Gibt's halt auch einfach nicht so viel, ne? Gemüse für Einsteiger. Ich guck lieber nochmal im Inventar. Also in dem Dings drin. Weil ihre Eltern können ihr die ja alle besorgen, ne? Sie muss es halt nur bezahlen. Früchte für Einsteiger. Ungewöhnliche Pflanzen, ja. Wir machen ungewöhnliche Pflanzen. Wie viel kostet es denn? 250. Dann kriegt sie zweimal ungewöhnliche Pflanzen. Und muss dafür 500 Simoleons ausgeben. Guck mal, wie gut wir das rechnen können. Ja, perfekt. Okay, dann komm mal her und öffne das mal bitte. Hat sie schon. Lilien, das war's schon. Christrose, super. Dann platzier mal, besagte Christrose. Und Lilie. Lilie, viel wert. Cool. Nö, ich wollte einfach nur, dass sie ein bisschen Geld verdient durch die Samen. Mach das, Sumima, ganz viel Spaß dir und gute Besserung noch. Mach's gut. Und Lena, willkommen zurück. Ja, wir sind noch einen Moment da. Gut, dass du uns noch erwischst. Okay. Guss ist ordentlich. Süß. Machst du die da hinten bitte auch noch? Ja, toll. Geschützt. Wieso sitzt denn der kleine Stinker eigentlich hier drin? Heb ihn mal hoch. Und pack ihn mal in die Wanne. Und sie, ist gerade eingeschlafen. Die Mama gibt dir mal was zu essen. Das glaube ich dir im Infinity, dass sowas anstrengend ist. Oh, war er. Ja, aus stylischen Gründen haben wir zwei Waschbecken. Das ist eines zum Spülen und das andere, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gedacht, dass es cool aussieht, wenn wir zwei Becken haben, aber es sieht leider gar nicht mal so cool aus. Ja. Ich dachte irgendwie, es wäre cool. Ist nicht so cool. Aus irgendeinem Grund. So, pack sie mal bitte da rein jetzt. Was ist denn jetzt? Leviathan war zu müde. Oh weia. Der kann dann mal in sein Bett sich verkriechen. Und du kriegst jetzt hoffentlich mal Essen. Der Papa kümmert sich. Gut. So, die Mama geht ein bisschen TV schauen. Poppy und Gus gehen schlafen. Ach so. Wir wollten gucken, ob Poppy schwanger ist, ne? Ist Poppy schwanger? Sie kann auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest machen. Aber sie ist nicht schwanger, Leute. Das eine Mal Techtelmechtel. Ich glaube, das geht mit einem Geist auch gar nicht, oder?
So, sie schläft. Sie geht pieseln. Ja, ja, also Schwangerschaftstest kann man immer nach dem Techtelmechtel machen, aber das heißt nicht, also ich war mir nur nicht sicher, ob wir... was ist denn hier eigentlich los? Alles kaputt. Jetzt ist sie ohne Essen ins Bett gegangen, das gibt's doch nicht. Die haben Liebe. Eieieiei. Oh, die Tür ist auch schon wieder. Na gut. Schlafen. Schlafen. Von Caleb nicht gemocht werden. Komm jetzt. Es waren jetzt Sommerferien gewesen, deswegen hat sie Caleb länger nicht gesehen. So, jetzt hoffe ich nur, dass er kommt, ne? Caleb hat ja schon so seinen eigenen Kopf. Oh, dass er dann immer da hinten hinkommt, ne? Und Stefanie, hallöchen. Caleb, control any sim. Caleb, we control any sim. Primori, willkommen im Stream, hallöchen. Oh. Caleb? Caleb, bist du's? Caleb, ich sehe dich, komm raus. Warum stehst du hinter dem Baum? Das ist gruselig. Was? Ich stand nicht hinter dem Baum. Natürlich standest du hinter dem Baum, ich habe dich doch genau gesehen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Caleb, du standest eben hinter diesem Baum, jetzt tu doch nicht so. Ich glaube, das bildest du dir ein. Du hättest wohl gern, dass ich hinter dem Baum stehe. Nein, du standest hinter dem Baum. Warum beobachtest du mich und sagst nichts? Naja, ich hab dich nicht beobachtet. Doch, du hast mich beobachtet und du hast außerdem, keine Ahnung, mich auch in den Ferien ständig beobachtet. Glaubst du, ich hab's nicht gemerkt? Stefanie, wir sind gerade in der ersten Generation, also es gibt nur eine Generation, aber wir sind praktisch am Ende der Challenge und haben unseren Sensemann schon geheiratet, den letzten Kandidaten so gesehen. Unsere Kinder sind alle schon geboren und wir sind so ein bisschen im Finale und in den nächsten Wochen starten wir eine neue Challenge mit der kleinsten der Familie, mit Carly Barbie. Die wird dann eine neue Challenge spielen. Ich hab dich doch nicht beobachtet, das hättest du wohl gerne. Caleb, ich hab dich gesehen, ständig. Tu nicht so. Ich habe ja nur... man muss ja ein Auge auf dich haben. Warum? Wie meinst du das? Du bist letztens fast umgekommen? Ach, das war doch nur... Ach, das war doch gar nichts. Du wärst fast gestorben und sagst, das wäre nichts? Ach, das... Ja, ist ja gut. Ich bin dir immer noch dankbar, dass du mich, naja, gerettet hast. Aber es ist nicht so, dass ich gestorben wäre. Wärst du sehr wohl. Ach, willst du jetzt Schach spielen oder willst du nur glotzen? Du hast dich verändert. Wie habe ich mich verändert? Naja, du bist irgendwie mutiger und nicht mehr so eine Heulsuse. Ich war nie eine Heulsuse. Naja, schon ein bisschen. Nein, ich bin nur einfach ein bisschen melancholisch und das ist absolut okay. Dad meint, ich bin gut so, wie ich bin. Ja, schon. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, dir steht das Traurige. Ich mag dich so. Wie, du magst mich? Ich mag dich nicht. Hä? Du hast gerade gesagt, du magst mich so. Nein, natürlich habe ich das nicht gesagt. Als ob ich dich mögen würde. Du bist mein Erzfeind. Und du bist mein Erzfeind. Ja. Gut, Leute, haben wir das geklärt. Morgen ist wieder Schule. Ich weiß. Ja.
Und naja, ich meine, es ist okay, oder? Ja, ich habe keinen Bock auf Schule, aber was sollen wir tun? Wir müssen halt. Ja, das stimmt, wir müssen. Ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das finde, aber. Naja, ich meine, der Sommer war cool, waren ja ganz in Ordnung, die Ferien, aber. Naja, außer dass du mich die ganze Zeit gestalkt hast. Ich hab dich nicht gestalkt. Ich hab ab und zu mal nach dem Rechten gesehen, aber das nennt man doch nicht stalken. Naja, vielleicht schon ein bisschen. Also, wieso hast du so viel Sport gemacht? Oh, Caleb, wirklich? Naja, ich frag doch nur, du hast so viel Sport gemacht. Und wieso? Wieso hast du dich da so reingestresst? Weil mir Sport gut getan hat? Ich hatte einfach Lust, was zu machen, mich zu bewegen. Und das geht dich überhaupt nichts an. Na gut. Naja. Ja, außerdem dachte ich, vielleicht hilft es mir, wenn du irgendwie frech wirst, damit ich mich gegen dich wehren kann. Was? Ja. Ich habe gehört, Raven arbeitet als exotische Tänzerin. Sag mal, machst du dich über meine Schwester lustig? Das finde ich nicht in Ordnung. Hör auf damit. Nein, so ist es doch gar nicht. Ich mache mich gar nicht lustig über deine Schwester. Doch, natürlich. Ich habe es doch gehört. Du hast gesagt, dass sie als Tänzerin arbeitet. Spinnst du? Meine Schwester macht sowas nicht. Jupp. Ja, also ich glaube, das war wieder mal eine schlechte Idee, dich hier zu treffen. Ich gehe jetzt. Wieso bist du eigentlich schon wieder hier? Wieso schläfst du nicht? Keine Ahnung, ich konnte halt nicht schlafen und ich gehe gern spazieren, wenn ich nicht schlafen kann. Und was machst du hier? Dasselbe? Ah ja, und es liegt nicht daran, dass du mich zufällig wieder mal beobachtet hast. Nein, ich würde dich nie beobachten. Oh, sie hat von ihm ein romantisches Ding gekriegt und sie hat ihn abblitzen lassen, Leute. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Schwierige Nummer. Ich muss jetzt gehen, Caleb. Wir sehen uns in der Schule. Es ist so schwierig mit den beiden. Naja. Warum sieht er denn nur so heiß aus? Unglaublich, ey. Es ist echt schwierig, dass die sich so hassen. Das ist wirklich anstrengend. Raven, du bist wach. Willst du mal nach deinem Garten schauen? Oh, guck mal. Muttertag heute. Gut. Kommst du jetzt bitte hier hin? Hier hin? Hier hin? Hier hin? Also heute sind die irgendwie problematisch, die Sims. Ja, sie sind echt, die beiden haben echt Schwierigkeiten, sich aneinander näher zu kommen. Ey, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber es ist okay, weil das ist halt Teil deren Geschichte, ne? Die haben halt von Anfang an irgendwie Beef geschoben. Seit dem ersten Mal, dass sie sich getroffen haben, haben sie sich nicht gut verstanden. Das ist einfach irgendwie lustig. Sie will mit Gus plaudern. So, aber wir speichern jetzt an der Stelle. Wir haben heute leider nicht so viel geschafft, aber das macht nichts. Wir werden morgen auf jeden Fall auch weiterspielen. Vielleicht können wir morgen, weil theoretisch ist Poppy ja jetzt glücklich. Poppy ist verliebt in einen Geist, sie ist eigentlich glücklich. Vielleicht können wir dann echt mit Sadie und mit ihrem Boy irgendeine Situation haben, dass sie sich wirklich so schockverlieben ineinander. Da können wir echt mal gucken, ob wir irgendwas machen können, dass sie sich doch sehr ineinander verlieben. Und Raven, ja, da müssen wir halt mal gucken, ob wir da einen Pflanzensim für sie finden. Sie sieht so toll aus, ich liebe sie voll, ey. Das war ein ganz tolles Umstyling gewesen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unsere Geisterzwillinge machen ihre Geisterdinge, die sind schon wieder in dem Zimmer der Jungs. Wahrscheinlich machen sie hier von den Geisterzwillingen unsere Väterchen Frostzwillinge. Und Carly Barbie ist wieder am Ausrasten, genauso wie ihr Bruder. Nö, ihr Bruder ist eigentlich ein Feini. Ja. Ich weiß es noch nicht, Diana, ob alle zu Hause bleiben. Irgendwie kann ich mich gerade noch nicht von Poppy trennen und von Sadie auch irgendwie noch nicht. Deswegen mal abwarten, wie sich das entwickelt, in welche Richtung wir da gehen. Momentan kann ich mich von den allen noch nicht trennen. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie sich das noch entwickelt in den nächsten Parts. Und schön, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank an alle, die über Twitch zugeschaut haben. Auch danke natürlich an alle, die über YouTube zugeschaut haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt gerne eure Ideen in die Kommentare. Und dann gucke ich, dass ich die dann im übernächsten Part wieder mit berücksichtige. Und tschüss, ihr Lieben, auf YouTube. Bis bald. Auf Wiedersehen und bye.